Und zwar könnt ihr mir alle schon mal auf Twitch folgen. Yo Leute, was geht ab? Euer Beats heißt euch herzlich. Ich hab mein Mikro weggeschlagen. Willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt's, Alter Leute, so eine Scheiße. Wir befinden uns gerade auf dem Timolia-Server und jetzt fragt euch erstmal nicht, hä, du bist doch gebannt, schreibt im Titel, wieso bist du auf Timolia drauf? Ich bin teilweise gebannt. Ey, ich komme nicht drauf klar, Alter. Ohne Witz, so. Ich wollte gerade wieder schön eine Folge mit einem 1-vs-1-Kit aufnehmen und so weiter. Und dachte mir, null schlimme Sachen, einfach gar nichts. Alles wie immer so ein bisschen, ne, gechillt in eine Runde gehen. Und dann dachte ich so, was ist schon wieder los mit dem Server? Da stimmt doch irgendwas nicht. Weil ich irgendwo reingegangen bin, beziehungsweise in eine 1-vs-1-Lobby reingegangen bin und dann in irgendeinen Scheißraum gekommen bin, wo stand, benutze bitte Slash Games, um hier rauszugehen. So, dann gehe ich in eine andere Runde, passiert auch nichts. Gehe ich in eine andere Runde, das gleiche. Überall, ich komme in keine 1-vs-1-Runde. So, bis ich dann mal den Chat gelesen, oh Mann, Leute, habe. Ich zeige euch das jetzt, ne? Also, ich finde es generell lächerlich. Mir ist aber egal, weil ich eh nie auf dem Server spiele. So. Wir gehen jetzt irgendwo rein. Also, ist x beliebig. Wo sollen wir reingehen? Mir ist es vollkommen Wayne. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein in die 31er Verräterrunde, meine lieben Freunde. Zack. Und ich werde hier hintippelt, Leute. Du bist hier gefangen. Slash Games bringt dich wieder weg. So. Ich dachte mir nichts Böses bei. Gib Slash Games ein. Und probiere einfach eine andere Runde. Genauso war das. Dann gehe ich, okay, weiter vorne. Hier sind noch viele drin. Müsste doch klappen. Und dann werde ich wieder hier hintippelt. So, das war immer das Gleiche. So, und als ich dann den Chat gelesen habe, Leute. Ich blende euch das genau jetzt ein. Ihr könnt das genau jetzt sehen, Leute. Bitte klicke nicht so häufig auf die Schilder. Okay, das ist sowieso Wayne. Du wurdest auf PvP für 5 Tage gebannt. Bis zum 29.02.2016. Grund? Crash Kit. Bitte im TS melden. Wahrscheinlich melde ich mich im TS. Ich habe sonst nichts zu tun. Das erste, was ich mache, nachdem ich dieses Video aufgenommen habe, ich melde mich natürlich im TS. Alles klar? Nein. Spaß, Leute. Mach ich wirklich nicht. Wir haben heute den 28. Februar. So, da steht bis zum 29. Das heißt also bis morgen. Beziehungsweise von euch aus gesehen bis heute. 12.43 Uhr. So, jetzt können wir natürlich 29.02.-5 rechnen, weil wir ja 5 Tage gebannt wurden. Deswegen ist es also so, dass wir am 24.02.2016 um 12.43 Uhr gebannt wurden. Fragt mich nicht, warum 12.43 Uhr? Keine Ahnung. Fragt mich auch nicht, warum am 24.02.? Ich mache mir da jetzt keine große Mühe und guck, was für ein Tag das war und so weiter. Aber ein Crash-Kit habe ich, glaube ich, seit 3 Wochen oder so 2 Wochen nicht mehr gebracht. Warum wurde ich vor 4 Tagen gebannt? Also von mir aus gesehen, 4 Tage meine ich jetzt. Ich verstehe es nicht. Ihr könnt euch die ganzen Videos auch anschauen und so weiter. Die letzten Hacker-Kits, die ich gebracht habe, waren Kits, wo man einfach nur irgendwie andere Texturen hatte oder so krasse Enchantments oder sowas, die aber auch noch erlaubt sind und so weiter. Aber kein Kit, was irgendwas zum Crashen gebracht hat. Ich habe, glaube ich, damals mal vor, lasst mich nicht lügen, 2 Wochen, 3 Wochen, irgendwie sowas, habe ich einmal mit so einem Buch vorgestellt, aber wirklich nur vorgestellt und habe das dann gespielt und danach dem Video sogar extra rausgenommen, das Kit, damit keiner das bekommt. Aber anscheinend steht der Timolia-Server nicht so auf Entertainment, Unterhaltung und Spaß, sondern nur auf die richtig krassen PvP-Spieler, meine lieben Freunde. Ich meine, wer braucht Spaß im Leben? Das Ding ist, ich guck mal jetzt, was noch alles so gesperrt ist für mich. Das ist, denke ich mal, auch ganz, ganz interessant. Oh, ich kann vor Arena spielen, Leute. Das gibt es nicht, Alter. Da ist mein Leben jetzt auf jeden Fall gerettet. Was noch besser wäre, wenn ich jetzt auch Arcade spielen könnte, Leute. Das würde mich so freuen. Kann ich hier rein? Es wird nicht mal was angezeigt. Alles klar, Leute. Das ist mal wieder hier richtig stabil am Laufen auf jeden Fall. Ja, okay, das ist, okay, interessant. Können wir die timolianischen Spiele spielen? Das würde mich auch mal interessieren. Weil die spiele ich ja persönlich in meiner Freizeit richtig, richtig gerne. Leute, wir können timolianische Spiele spielen. Das gibt es nicht. Aber ich feiere es einfach nicht so und ich habe gerade mit sehr viel Ironie gesprochen, Leute, ich weiß. Dass wegen so einer Kleinigkeit direkt so übertrieben wird. Also, ich kann es nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich finde, dass es viel zu überzogen ist. Ich meine jetzt nicht, weil ich ein YouTuber bin oder sonst was. Aber da es wirklich nur zum Unterhaltung ging und nicht um irgendwie was mit der KD-Verbesserung zu tun hatte oder sonst was, ist es für mich einfach ein bisschen, ja,
unverständlich und ich find's schade. Naja, aber was soll man machen? Ich meine, ist ja nicht meine Entscheidung. What the fuck? Was ich noch sagen wollte, danke an die Leute, die mir wirklich viele und coole Kids als PN auf YouTube geschrieben haben. Ich habe alles gelesen, ich konnte es leider nicht ausprobieren, aber vielen, vielen Dank und auch an die Leute, die mir Maps geschickt haben und so. Finde ich richtig, richtig nice von euch. Vielen Dank für eure Unterstützung und ich nehme es wirklich sehr, sehr ernst, sag ich mal. Ich freue mich wirklich dafür, dass mich ja so viele unterstützen damit, dass sie mir einfach coole Maps und so in die Kommentare schreibt. Und ja, das freut mich sehr. Eine Sache wollte ich doch noch sagen. Und zwar könnt ihr mir alle schon mal auf Twitch folgen, Leute. Denn es gibt bald einen Livestream. Und zwar, wenn alles klappt. Ich lege mich noch nicht zu 100% fest, aber ich wurde zurückgebackt. Aber so zu 95%, Leute, dass am Samstag ein Special Stream stattfinden wird. Und zwar ein 100k Special Stream. Ist ein bisschen spät. Wir haben mittlerweile schon 116k. Aber ich dachte mir so, ja, besser zu spät als nie. Ja, das Ding ist, ich bin ja jetzt Partner und will das natürlich auch ausnutzen und muss natürlich streamen als Partner. Das ist natürlich eine Pflicht, die ich da habe. Scheiße. Lol. Und ich habe auch ehrlich gesagt Bock. Ich hatte aber nie die Motivation, irgendwie was dafür zu machen. Jawohl, jawohl. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Ja, also was ich damit meinte, das sind natürlich immer viele Designs und so weiter und so fort, die man für so einen Twitch-Stream braucht. Ungelogen, das ist wirklich so, denn es fängt ja schon an bei so einem Banner, wenn man offline ist, dass da einfach steht, yo, du bist offline. Und ich hatte da natürlich schon solche Banner, weil ich ja damals schon gestreamt hatte. Aber das waren keine krassen Banner. Die habe ich mal auf die Schnelle selbst gemacht und so. Und die sahen, ja, durchschnittlich bis hässlich aus, sage ich mal. Und ja, damit war ich einfach nicht zufrieden. Und ich habe mir gesagt, okay, wenn du bald so richtig streamst, dann streamst du wirklich richtig. Und dann brauchst du auch gute und schöne Designs, weil das meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist. Plus, ich kann ja jetzt als Streamer, der gepartnert ist, auch Emotes und sowas benutzen, beziehungsweise freigeben für Leute, die mich subscriben. Und ja, die müssen natürlich auch erstmal designt werden und so. Da habe ich schon jemanden gefunden und so. Den werde ich euch auch später, wenn ich alles bekommen habe und wenn alles hoffentlich gut aussieht, wo ich auf jeden Fall von ausgehe, dann werde ich euch diesen Designer mal vorstellen auf jeden Fall oder beziehungsweise auf Twitter posten und so. Folgt mir einfach mal auf Twitter, dann bekommt ihr generell alle Informationen mit, die euch wirklich brennend interessieren sollten. Und ja, ich hoffe, das wird einfach geil aussehen. Ich hoffe, wir werden auf Twitch eine coole gemeinsame Zeit haben. Und ja, ich hoffe, ihr werdet mir da auch kräftig mal folgen, Leute. Das kündige ich jetzt schon mal an, damit ihr das auch eventuell nicht verpasst, wenn ihr mal zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Stream dann startet, irgendwie nicht auf YouTube aktiv seid oder so. Und meine Scheiße, jawohl. YouTube-Ankündigung oder Twitter-Ankündigung oder was auch immer jetzt gerade verpasst, damit ihr mir eventuell schon folgt und dann die Information von Twitch höchstpersönlich bekommt. Das wäre doch sehr, sehr schön und da würden wir alle von profitieren, liebe Leute. Genau, das ist das, was ich jetzt sagen wollte und jetzt will ich den noch erledigen. Nice, den haben wir. Und jetzt fehlt nur noch der Schlawinski da drüben. Den sollten wir jetzt aber auch gleich bekommen. Ich hoffe es mal. Ich gehe davon aus, der ist low. Ja! Eine letzte Runde spielen wir noch und ja, ich habe alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Eigentlich, wie gesagt, wollte ich was ganz anderes aufnehmen, aber naja. Was willst du machen? Ist nicht meine Schuld. Ich hätte euch lieber was Cooles gezeigt. Aber na gut, jetzt müssen wir aber mal gucken, dass wir die letzte Runde am besten auch noch gewinnen. Das wäre vorteilhaft, sage ich euch da mal. Jawohl, wir haben erst direkt ein Eisenschwert plus eine Dia-Chestplate ergattern können. Und jetzt geht es natürlich direkt weiter hier mit diesem Schlawiner. Komm, den sollten wir bekommen. Der ist... Lol. Ach so, ich dachte, da ist hinten ein Loch und da geht's weiter. Oh, fuck. Eventuell ist er jetzt low. Als ob du mir den abstaubst. Das hast du nicht verdient. Jawohl, den haben wir jetzt. Und jetzt können wir uns den direkt auch holen. Haben wir eine Angel? Jawohl, haben wir. Komm, Leute, da ist er, da ist er, da ist er. Ja, zweimal getroffen. Sehr nice. Und jetzt ist er natürlich in der Sackgasse. Ich täusche an, dass ich da hinlaufe. Dann macht ihr die Schritte schon mal nach da. Alter, bist du doof? Man sieht doch den Namen dadurch. Naja, okay. Jetzt geht's aber weiter. Hier ist die Melone, die spielt. Alles klar. Den gönnen wir uns natürlich auch. Das wäre mega nice, wenn wir das machen. Jawohl, haben wir. Und jetzt ist hier noch der. Wie heißt du, mein Freund? Ich will deinen Namen wissen. Quintus. Dich holen wir uns auch. Wunderbar. Und jetzt ist da noch der allerletzte, meine lieben Freunde. Und der... Ah ne, ich dachte erstmal, ich wäre unsichtbar, aber der konnte mich hitten. Wunderbar. Sonst hätte ich ihn jetzt trolling-mäßig mit TNT getötet. Oh shit, Longshot. Noch ein Hit, jawohl, wunderbar. Okay Leute, jetzt geht's um alles. Jetzt gehen wir hier nochmal drauf und gönnen uns den. Und dann ist die Runde und ich würde sagen, die Folge auch schon beendet.
Und ja, komm, komm, komm. Okay, wenn du jetzt mit der Angel spammst, dann muss ich leider den Bogen verwenden und dich töten. Jay, meine lieben Freunde. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es ein bisschen lustig und so weiter. Daumen nach oben nicht vergessen. Ansonsten einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch was. Ciao. Haut rein, Leute. Euer Beats.